Hi, ich bin Sebi und ich helfe dir, Social Media besser zu verstehen und für dich nutzen zu können. Und heute geht es um das Thema, wie um Himmels Willen bekomme ich eigentlich 10.000 Follower auf Instagram? Ich weiß, diese Marke ist die magische Marke irgendwie für die meisten, weil, und das jetzt nur mal zur Information für alle, die es nicht wissen, ab 10.000 Followern kann man den Swipe-Up-Link in der Story benutzen, was nicht nur für eine Firma, sondern auch für einen privaten Influencer extrem, extrem wichtig ist. Denn in der Regel fangen Kooperationen auch erst ab dieser Hürde an, denn die Kooperationspartner möchten natürlich, dass man die potenziellen Kunden auf ihre Seite direkt lockt und das geht am besten über den Swipe-Up. Kleiner Tipp an die Leute, die noch keine 10.000 Follower haben, aber eine Kooperationsanfrage mit Swipe-Up zum Beispiel, bietet den Firmen einfach an, dass ihr den Firmenaccount groß taggt. Wir kennen das alle, wenn wir jemand anderen taggen, haben wir extrem hohe Conversion auf diesen Namen und das bringt der Firma ja eigentlich genauso viel wie ein Swipe-Up direkt aufs Produkt. Ich werde dir heute versuchen, eine Anleitung zu geben, ein System, damit du für dich daran arbeiten kannst, diese 10.000 Follower endlich zu erreichen. Und wenn du schon über 10.000 hast, dann ist das trotzdem wichtig für dich, denn du kannst ja ruhig nochmal 10.000 Follower bekommen. Fangen wir mit Thema Nummer 1 an. Deine Grundlagen müssen stimmen. Stell dir mal ein Hochhaus vor, was gebaut wird ohne Fundament. Wenn du dieses Hochhaus jetzt betrittst und baust und immer weiter nach oben baust, wird es irgendwann unten wegbrechen, weil kein Fundament vorhanden ist. So solltest du dir deinen Instagram-Account in etwa vorstellen. Ernsthaft. Dinge wie Zielgruppe, die Ausrichtung, also deine Nische, die richtige Farbwahl, die richtige Schriftwahl, das Posting-Ziel, was willst du eigentlich erreichen? All das musst du wissen. Geht es nicht darum, einfach nur irgendwie Follower aufzubauen, sondern du musst daraus eine Firma bauen. Also musst du dich mit Dingen auseinandersetzen, die auch Firmen machen würden. Wenn du einfach nur noch blauäugig an die Sache rangehst, wir haben 2021, jeder da draußen hat schon einen Instagram-Account, dann wirst du scheitern. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, du wirst die wichtigste Ressource im Social Media vergeuden, nämlich die Zeit. Denn wenn du 12 Monate brauchst, um dein ideales Posting-Ziel zu finden, deine Farben, deine Zielgruppe und diesen ganzen Quatsch, den man eigentlich im Vorfeld macht, dann ist es schon wieder zu spät, weil in 12 Monaten funktioniert Social Media vermutlich schon wieder anders. Also, kümmere dich auf jeden Fall erstmal um deine Grundlagen. Kommen wir zur ersten Strategie. Die nennt sich Skyscraper-Strategie. Habe ich schon mal bei Instagram, glaube ich, erwähnt. Der eine oder andere müsste es gesehen haben von euch. Du lieferst Quality-Content. Ja, das ist super. Aber es gibt ja auch noch Content, der besser ist als Quality-Content. Quality-Content ist dein normaler Content. Der ist ja gut, sonst würdest du den ja nicht posten. Aber du weißt indirekt, du könntest was viel Krasseres machen, wenn du mehr Zeit hättest. Ne? Habe ich den Nerv getroffen? Das geht uns allen so. Also wenn wir wüssten, dass wir uns auch mal Zeit nehmen sollten, um Content zu kreieren, der krass ist, der gerne weitergeleitet wird, der gerne geteilt wird, der das Potenzial hat, viral zu gehen. Dafür müssten wir aber unseren Quality-Content sein lassen, weil wir gleichzeitig keine Zeit mehr hätten. Dann würde diese Information vielen von euch schon mal helfen. Liefer doch einfach mal mehr. Also wirklich viel mehr. Mach etwas, was niemand macht. Gib dir mal für einen Post im Monat vielleicht so undefinierbar viel Mühe, dass auf diese Idee niemand käme. Mach doch mal Videos wie Julian Bam. Richtig krasse, aufwendige Filmproduktion. Mit eigenem Setting, mit allem drum und dran. Hey, du musst das nicht oft machen. Ist dir das zu aufwendig? So könnte man ja viel weniger posten. Wer sagt denn überhaupt, dass man oft posten muss? Wenn du dich darauf konzentrierst, nur den allerkrassesten Content zu liefern, ohne Quality-Content, also nur Skyscraper-Content, also sowas herzustellen wie Mr. Beast oder Julian Bam, warum sollte man dann noch häufig posten? Du wirst für den Content 1, 2, 3 Wochen lang brauchen und dann kannst du alle 1, 2, 3 Wochen lang posten. Und irgendwann, nach einem Jahr, hast du so viel extrem krassen Content, dass jeder, der auf deine Seite kommt, dir folgen will, um vielleicht den nächsten Launch deines nächsten krassen Projektes mitzuerleben. Es gibt mittlerweile viele Instagram-Accounts, die nur noch einmal die Woche posten, aber dafür so krassen Content posten, dass die Leute denen trotzdem gerne folgen. Natürlich haben sie overall weniger Interaktion. Natürlich ist es schwieriger, eine Kooperation umzusetzen. Aber das alles heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Also, was definiert jetzt Skyscraper-Content ganz konkret? Hochprofessionell, extrem aufwendig. Das Setting ist absolut perfekt. Und das Wichtigste, es ist so krass, alles zusammen, dass niemand,
niemand auf diese Idee gekommen wäre und somit auch niemand vor dir, nach dir eine Copycat von dir sein kann. Kommen wir mal zur zweiten Strategie. Wenn dir das jetzt zu krass ist und zu blöd und viel zu aufwendig, gehen wir mal auf die maximale Push-Strategie ein. Okay, das ist jetzt für viele vielleicht nicht ganz neu, aber ernsthaft. Wenn du jede Woche shooten gehst, dann kommen in so einem Shooting locker 20, 30 Bilder zustande. Du wählst dann meistens aus einer Pose das eine perfekte Foto aus, was du posten kannst. Eventuell machst du sogar noch ein Karussell draus und verpulverst so sozusagen deinen ganzen Content. Aber was wäre denn jetzt, wenn du diesen ganzen Ausschuss erstmal behältst und einige Male shooten gehst? Dann wirst du ja hunderte Fotos haben, die du potenziell raushauen kannst. Was hindert dich denn jetzt daran, jeden Tag 3, 5, 8, 10 Mal zu posten? Ganz ehrlich, was hindert dich dran? Es ist doch nur der Glaubenssatz, dass es gegebenenfalls entweder die Leute nervt oder schlecht von für Instagram wäre. Aber beides kannst du nicht beurteilen, bevor du es nicht mal getestet hast. Und ehrlich, hast du schon mal 10 Mal am Tag hochgeladen? Nee, also ich nicht. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich das im Kopf habe, dass das schlecht für mich wäre. Natürlich, und das musst du beachten, bekommst du so weniger Engagement, weniger Likes, weniger Reichweite pro Bild. Weil, wenn jemand online kommt, wird er nur deine besten Bilder von diesen sehen und manche werden extrem abschmieren. Aber du wirst immer im Feed von dieser Person sein. Und wichtiger als Likes und Reichweite und Kommentare auf jedes einzelne Bild ist die Bindung generell zu deinem Follower, der tendenziell stärker an dir interessiert ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn dich ein Follower jeden Tag 2-3 Mal im Feed sieht, wenn er da durchscrollt, obwohl du 10 Mal hochgeladen hast, aber sagen wir mal, er würde dich nur 2-3 Mal sehen, sind das viel mehr Impressionen als von allen anderen Bloggern wahrscheinlich. Und dadurch wirst du ihm ans Herz wachsen. Du baust einen höheren Trust auf, er kommt häufiger auf dein Profil, liked auch rückwirkend Bilder und Videos, die er vielleicht verpasst hat. Ist eher bereit, deine Stories zu gucken. Der ein oder andere wird es ja gemerkt haben. Ich lade ja jetzt im Moment viel öfter hoch. Meinen Posts in meinem Feed hat das geschadet von der Reichweite her. Meinen Story-Views ist das zugute gekommen. Jetzt musst du entscheiden, was ist denn wichtiger? Die direkte Bindung über die Story mit deinen Leuten oder ein x-beliebiger Feed-Post? Also nicht, dass die Feed-Posts schlecht sind oder x-beliebig sind, aber die sind ja schnell hergestellt, also zumindest die, die ich mache und eigentlich auch die du machst. Nicht von jedem, also es gibt Leute, die liefern nicht nur Quality-Content, sondern immer High-Quality-Content oder sogar Skyscraper-Content. Da ist das was ganz anderes, aber wie gesagt, das ist auch eine andere Technik. Wir gehen hier auf Masse und Masse ist Quality-Content, maximal Quality-Content. Vielleicht ab und an mal ein bisschen aufwendiger, also Reels drehen und. Aber letztlich geht's hier um Spam. Und wenn deine Zielgruppe das nicht will, dann such dir doch eine andere Zielgruppe. Es gibt YouTuber, zum Beispiel Montana Black, der macht zum Teil an einem Tag 40, 50 Stories und hat über 1 Million Story-Viewer. Weil die Leute alle seine Stories sehen möchten. Er hat also so eine starke, getriggerte Zielgruppe, dass es egal ist, wie viel Content er produziert. Alles, fast in jeder Menge, kommt an. Wenn deine Zielgruppe mit zu viel Content nicht klarkommt, dann liegt's nicht an deinem Content, es sei denn, der ist grottenschlecht, dann liegt's an deiner Zielgruppe. Was ist denn ernsthaft dein Ziel bei Social Media? Möchtest du nur darauf warten, dass dich Firmen anschreiben, damit du Kooperationen bekommst? Oder möchtest du dein eigenes Produkt, dein eigenes Business, deine eigene Firma nach vorne treiben? Wenn du so denkst, dann kannst du natürlich auch Skyscraper machen, du kannst aber genauso gut pushen. Gutes Beispiel, nicht jeder von euch wird ihn kennen, Bodo Schäfer. Hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Alle seine Bücher vorher waren Bestseller. Unter seinen letzten 15 Posts hat er, glaube ich, in seinem Feed 8 Mal sein Buch verlinkt. 8 Mal, also ein Bild von seinem Buch. 8 Mal in 15 Posts. Und sogar ich bin so weit, dass es mich nervt, wenn ich das sehe. Er ist haarscharf an der Grenze, Follower deswegen zu verlieren. Aber es ist kalkuliert. Und er postet einfach sehr viel, damit es auch wirklich jeder seiner Follower mitbekommt. Und ja, du kannst jetzt sagen, was du willst. Ist halt ein Verkaufscoach, ein Moneycoach. Ja, der Kerl hat aber auch 300.000 Follower auf Insta. Ich glaube 250.000 auf YouTube. Und generell überall extrem viele Follower, extrem viel Reichweite. Verkauft Millionen, 30 Millionen Bücher oder so hat er schon verkauft. Der Typ ist unfassbar erfolgreich. Möchtest du jetzt everybody's darling sein und bloß keinem auf den Sack gehen? Sorry für den Ausdruck. Oder möchtest du erfolgreich werden? Und mal ein kleines Beispiel. Neben dieser Skyscraper
Strategie, die sehr viele machen mittlerweile, gibt es auch unzählige Profile, die extrem in diese Spam-Strategie reingehen. Die meisten Vollzeit-Content-Creator schaffen es dabei, High-Quality-Content rauszuhauen und das 3, 4, 5 Mal am Tag. Schau dir die ganzen erfolgreichen Profile doch an. Von denen posten alle mittlerweile mehrfach am Tag. Mehr Hashtag-Views, mehr Explore-Views, mehr Resonanz innerhalb der Community. Das sind die Vorteile dieser Strategie. Und die letzte Strategie ist meine eigene, ein kleines System für dich, nennt sich Erfolgs-PDF. Auf meiner Homepage, Blog dich hoch, kannst du dich kostenlos für einen Newsletter eintragen, hier auch irgendwo in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt denkst du dir, really, der macht Werbung für sein eigenes Produkt? Warte mal, es ist kein Produkt, es ist kostenlos. Einzige, was du mir gibst, ist deine E-Mail-Adresse, mehr nicht. Dann bist du in einem E-Mail-Verteiler und bekommst einmal die Woche kostenlosen Content von mir, der wertvoll ist, wirklich. Und wenn nicht, dann deabonniere die Liste halt einfach wieder, die PDF aus der trotzdem. Ganz grob gesehen sieht die Liste so aus. Eine To-Do-Liste, wo mehrere Bereiche abgefragt werden, die du jeden Tag machen kannst. Die PDF zeigt dir, was du aktiv bei Instagram tun kannst, um zu wachsen. Und diese PDF funktioniert, ich schwör's euch, zu 100%. Ist jetzt nichts Neues, aber es ist ein System, an das du dich halten kannst. Es ist auch nicht extrem zeitaufwendig. Die Sachen, die da drin stehen, dauern vielleicht 20 Minuten pro Tag. Und beschwer dich nicht, falls diese nicht so gut läuft. Vielleicht solltest du nochmal über dein Grundgerüst nachdenken. Ich erinnere dich gerne an Kapitel Nummer 1. Viele Leute auf ein nicht optimales Profil zu lenken, ist eben auch nicht ganz so geil. Und jetzt nochmal der Hinweis auf ein eigenes Produkt von mir. Das kostet allerdings Geld. Du kannst dir von mir dein Profil professionell optimieren lassen. Auch das findest du in meinem Shop bzw. auf meiner Homepage. Guck da gerne mal vorbei. Wenn du jetzt noch weitere Tipps brauchst für Instagram, dann schau auf jeden Fall mal dieses Video hier. Wir sehen uns dann da. Haut rein, bis dann, euer Sebi Voss. Ciao.